Hallo zurück zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, es ist mal wieder soweit. Update-Zeit. Und zwar, dieses Jahr ist jetzt doch mal was Neues zu kommen, endlich. Wir haben eine neue Auftragsreihe bekommen für das Weihnachten, denn mit den kleinen Juleböcken. Oha. Und tschüss. Was? Ein Juleböck, der wegrennt? Ach, das ist doch nichts Besonderes. Das habe ich doch schon öfters gesehen. Ja, ich folge dir. Nicht. Ich bin schneller. Ah, das ist oben am Festplatz. Boah. Bitte was? Eisig. Oh, das ist aber größer, als ich dachte. Ja, man kann schon bei den News ein Bild sehen, aber das ist ja riesig, das Ding. So, wo ist jetzt der Ach, da. Oh, da ist er. Der ist ja echt riesig, der Juleböck. Ah, da haben wir schon die erste Belohnung bekommen. Oh, sieht ja Hammer aus. Glaubst du? Aha. Es ist genauso wie die Kürbisjagd. So, einer ist dahin. Müssen wir den fangen? Ja, ist genauso wie die Kürbisjagd. Einer ist da, komm her. Und irgendwo ist einer hier hingerannt. Na, wo bist du denn? Da, hier ist irgendwo einer. Da?
Nee, hinter den Baumstämmen da. Da bist du ja. Hallo, komm zu Papa. Ja, es ist genauso wie die Kürbisjagd. Mal sehen, ob er uns jetzt auch jagt. Nee, der ist nett. Okay, doch nicht. Ja, lass das. Lass das. Er ist doch nicht nett. Jules, pass auf, dass mein Frost Diamond nicht austritt. Boom. Ja. Es ist das gleiche Spiel wie beim Kürbis. Ups, weg ist er. Okay, dann suchen wir die. Sehen, wo die sind. Ah, ich glaube ich. Nee, doch nicht. Der Schimmer ist es nicht. Schade. Ist da nicht irgendein Hinweis? Ich habe das Gefühl, die sind doch noch am Festplatz, die Letiz. Na gut, wir reiten nochmal hier rum und dann schauen wir nochmal beim Festplatz nach. Nein, da sind sie! So, wie viel soll es geben? 8 Stück. So. Da, einer da, okay. Nehmen wir erstmal dich. So, dann war einer in die Richtung. Da ist er. Da ist er. Hallo, mein Freund. Wir kriegen dich. Irgendwo in die Richtung. Hier schon mal nett. Ja, man sieht's hier, das ist wie bei der Kürbisjagd. Da ist er. Nur nicht an den Rand kommen. Ah, und Nummer 3. Dann wird er uns jetzt gleich wieder jagen. Oh, der pennt. Ich hab was für dich. Oh, doch nicht. 1 von 3. Okay. Gucken wir nochmal, wo der nächste ist. Also 3 Stück gibt es jetzt im Moorland. Das ist super, dass das angezeigt wird. Ist die Frage, wo er gespawnt ist, der neue. Aber die sind ja nicht schwer zu sehen. Oh, die Idee ist cool. Da haben wir doch.
Okay, schnappen uns den erstmal beim Festband. Ja, den haben wir schon mal gesehen. Da müsste der eine müsste hier irgendwo in Grand sein. Yep. Da ist er doch. Haben wir. So, wo ist Nummer 2? Da. Und Nummer 3 war da vorne irgendwo. Da. Ah, die sind wesentlich einfacher zu finden als die Kürbisse. So, jagst du uns? Ja, du jagst uns. Du jagst uns. Catch me if you can. Oh, gut. Zu schnell aufgegeben. Okay. Da ist das Portal schon zu. 2 von 3 haben wir doch erst gemacht. Hä? Okay. Joa. Naja. Ich dachte, man müsste 3 finden, aber wahrscheinlich hätte der oben mitgezählt und die Anzeige hat nicht richtig mitgespielt. Weiß der Geier. Komm mal hier an der Seite vorbei. Wahrscheinlich. Wow, doch. Na, ich hätte auch da lang reiten können. Oh, Alex. Ja. Oh, da gab es Belohnung. Nö, was für Lichtsäulen. Ach, die. Oh. Angriff der Julböcke. Ah, da ist der wieder. Da kann man uns die Belohnung mal anschauen. Ja, tschö, Alex. So, dann schauen wir uns mal an, was für Belohnungen es gibt. Ah, ein Haustierchen. Terrier. Ah, oh, schönes Set. Zeig ich dir an, was er werte? Nee. Also die Pullis sind mir ehrlich gesagt egal. Das hier oben ist interessant. Das ist auch uninteressant. Also brauchen wir... Okay. 15, 30, 60, 75, 115. Okay. Nee, nicht 115. Blöd. Ei. Also brauchen wir 125 von den Belohnungen. Wie viel haben wir jetzt mittlerweile? 3. Oh, die stacken sich von selbst. Das ist schön. 3. Oh, da werden wir noch ein bisschen sammeln müssen. Und es gibt extra Belohnungen. Da gibt es auch noch ein Haustier. 1 von 3. Okay. Na, das kann ja heiter werden. Dann gehen wir erstmal zu dem Portal dahin. Auch neues Pferdchen jetzt. Das Fancy sieht aus wie ein Reh, wenn ich das richtig gesehen habe. Das werden wir uns auch, denke ich mal, dann noch angucken. Aber erstmal hier. Hallo Portal. 88. Ja, sehr schön.
Moment, war das Morlan-Portal jetzt zu gewesen? Ich glaube schon. So, dann suchen wir hier in Fort Pinter. Wo sollte es noch geben? Pinter, Silverglade, Everwindfelder, Veldale. Ja. Ich glaube nicht, dass der hier ist. Ja, 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 ist jetzt erstmal egal. Schauen wir mal, wo der ist. Da ist er auch nicht. So. Aber ich würde mal sagen, ich mache das so wie bei der anderen. Über der Kürbisjagd, ich werde hier das nicht komplett aufnehmen, ich werde das cutten. Weil ich glaube, das wird sonst zu viel des Guten. Ich werde dann gleich nochmal aufnehmen, dass, wenn wir das Fancy uns anschauen, obwohl, das könnten wir jetzt sogar machen. Muss mal gucken, wo ist hier ein Schlitten. Da ist das nächste Portal. Bin ich bestimmt an einem Schlitten vorbeigeflitzt. Na ja, gut, dann nehmen wir den schnelle Morland. Der ist ja da hinten schon. Beziehungsweise gar nicht. Der ist ja da unten im Morland selber. Jetzt sind wir hier auf dem Weg hin. Schauen wir uns das an. Moment, 0 von 8, ja, ja. Okay, ich wollte gerade sagen. So. Dann gehen wir mal schnell ins Winterdorf und schauen uns das Fancy an. Das müsste sogar das einzige sein. Oh, Moment. Bonusgegenstand sehe ich gerade. Boah, das Fancy kostet 59 Star Coins. So, was haben wir denn hier? Oh, neue Gamaschen. Bandagen. Haben wir. Ja, die sehen wir hier jetzt sowieso nicht. So. Packen wir die mal hier hin. Mal sehen an einem anderen Pferdchen irgendwann. Dann gehen wir mal ins Winterdorf. Schauen uns das kleine neue Pferdchen an. Aha. So, da. Da ist es, das Hübsche. Oh, das sieht schick aus. Wie so ein kleines Reh. Das sieht echt schick aus. Das sieht echt toll aus. Ah, stellen wir uns mal rein, damit wir es besser betrachten können. Ach komm. Mädel, lauf mal ein bisschen langsamer. Oh, das sieht richtig schick aus. Ist ein Ander. Soweit ich das sehen konnte. Ist genauso wie unsere anderen Urpferdchen. Verwandelt es sich in der Gegend vom, ja, menschlichen Bauten wieder zurück. Aber das sieht so schön aus, vor allem mit den Augen hier. Die Sprenkelung, oh ja. Ach, das sieht... Ich würde sagen, du wirst unser neues Pferdchen im Stall, hä? Mal hübsches. Jetzt haben wir natürlich wieder ein großes Problem.
Namenssuche. Aber 950. Ei, der Witzka. Na gut. Jetzt brauchen wir was. Gibt's irgendwas? Natürlich auch aufpassen, dass ich nicht einen Namen nehme, den ich schon habe. Was war das eben? Was ist das denn? Fern. Was heißt nochmal fern auf Deutsch? Ich brauche mal mein Handy. Fahren. Das könnten wir vielleicht nehmen. Merken wir uns mal. Fernview. Fahnentau. Ich würde sagen, das passt doch. Ja, dann haben wir doch unser neues Pferdchen. Schauen wir es uns gleich mal an. Weil wir machen erstmal unser Rennen hier. War da gerade eben ein Herz? Oder habe ich mich da verguckt? I don't know. So, ich habe festgestellt, dass hier hinten mit den Geschenken, das buggt rum, wenn man das Rennen hier macht. Deswegen mache ich die Geschenke jetzt erstmal zuerst. Dann suchen wir noch schnell die Mützchen hier. Und ja, da würde ich aber sagen, bis gleich. Das muss ich mich nicht aufnehmen, das kennen wir ja schon. So, da haben wir unsere kleine Ferndew, unser Farntau. Und die ist wirklich schick, dieses Pferdchen. Ah, man sieht sogar, es hat eine Blässe, so wie es scheint. Na, nimmst mal den Kopf ein bisschen zur Seite, dass man es sehen kann.
Ah, schade, man sieht es nicht so richtig. Aber so wie es scheint. So, und so wie die anderen Andalusier. Ist auch den spanischen Schritt drauf. Könntest du mal aufhören, um mich rumzureiten? Das wäre sehr nett. Ist wirklich ein schickes Pferdchen. Na komm, dann werden wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen unbewohnteres Gebiet finden. Was ja im Molland so leicht ist. Ja, dich haben wir schon fertig. Ach, guck mal hier. Ihr passt von der Farbe ja richtig gut zusammen hier. Du kannst ja als Hafi durchgehen. Oder wie der liebe Toni sagen würde, als Bergbonny. Ja, das. Jetzt ist die Frage, wer das ist und woher das stammt. Ich sag nur Haferhorde. Lustige kleine Bücher. Auch für die Jüngeren geeignet. So, hier müsste doch eigentlich irgendwo unbewohntes Gebiet jetzt sein. Die Mauern zählen auch dazu. Na komm. Ja, ich sehe schon die Scheune. Ich glaube, ich weiß, wo wir. Wow! Was zum. War das ein Kugelblitz? Na gut, da kann ich ja. Okay. Ja, hier passt es ja richtig. Wald und Reh. So, da hat sie sich. Upsala. Upsala. Oh, sieht richtig schön aus. Zierliches kleines Rehchen. Kreativ Wildpferd werden. Das ist ein schönes Thumbnail. Sieht echt schön aus mit dem ganzen Gesprengel, dem Aalstrich hier. Obwohl, vielleicht finden wir noch ein besseres Bildchen. Wo war das nochmal? Ist lustig, dass man sich hier nicht zurückverwandelt. Bei dem Gebäude hier. Oh, der ist hier. Das Portal. 8 von 8. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was denn für Belohnungen es gibt. Es gibt Kleidung. Aber ist mal wieder ohne Werte. Schneehut, Schneemantel, Schneehose, Schneeschuhe, Schneehandschuhe und die Katze zum Schluss, die Schneekatze. Lasagne gibst, kehrt ihre Energie zurück. Das ist eine Anspielung. Und lass mich raten, diese Katze hasst
Montage. Ja, das ist echt eine Anspielung. Jetzt die Frage, ich weiß nicht, wie viele von euch so auskennen mit Cartoon-Katzen. Ja, Tom und Jerry werden wahrscheinlich einige kennen. Besonders ja Tom, die Katze. Aber es gibt ja noch eine Cartoon-Katze. Ja gut, es gibt noch mehr. Könnt ihr das sehen? Oh, wir haben da was gefunden. Das machen wir doch gleich, wenn wir schon hier sind. Na, ja, ja. Eigentlich müssen wir uns ja vertragen. Guck mal. Wir gehören beide zur Familie Servit an. Der Paarhufer. Übrigens, ah ja, genau. Seht ihr das? Ich glaube, im Foto kann man das besser sehen. Ja. Da, seht ihr es? Da ist echt eine Zeichnung drauf, dass das Tierchen gespaltene Hufe hat. Siehste, Kumpel, wir gehören noch zusammen. Paarhufer. Gib mir die Belohnung freiwillig, das ist einfacher. Eins da, eins da, eins da. Dann holen wir uns erstmal das dahin. Das kann ja nur in dem Busch sein oder in dem nächsten. Ja? Nicht an den Rand kommen. Das wäre nicht sehr gut. Haben wir dich? Ja. So, wo war jetzt nochmal? Da hinten. Ist da bestimmt da hinten drin. Der andere versteckt sich bestimmt in dem Busch da. Ja, mecker, mecker. Ah, das erinnert mich an meine Jugend. Da habe ich auch ein Haarvieh verpflegt und da waren Ziegen mit dabei. Heute denke ich da ein bisschen anders darüber. Sag mal, der ist doch hier in die Richtung gerannt. Der ist doch hier in die Richtung gerannt gewesen, der andere. Oder ist der da oben hingerannt? Haben wir den gesehen, der in die Richtung gerannt ist? Dann ist der andere wahrscheinlich da oben hingerannt. Stimmt bei dem Baum. Bingo! Da waren auch Ziegen mit dabei. Oh, wie haben wir die genannt? Shacky und Flecky. Oh, das war... ja. Da war man jung und frisch. Da hat man ein bisschen anders alles gedacht. Ich hab die... oh, wir müssen sie fangen. Hab die da halt verpflegt in der Jugendgruppe und... oh, wir haben schon. So, gib mal her. Danke. Oh, da sind aber noch ein bisschen. In der Jugendgruppe verpflegt. Boah, das ist Wahnsinn jedes Mal. Das haben sie schön gemacht. Mit den Portalen, das haben sie richtig gut gemacht. Ich habe die mit dem Pfiff gerufen. Die waren auf so einem großen Gelände drauf. Da konnten die frei rumlaufen, das Pferd und die Ziegen. Sierra hieße. Ich denke mal auch, dass sie jetzt leider schon im Erleben wird. Eine Hafi-Stute. Sehr lieb. Außer wenn es um Erwachsene ging. Mit Erwachsenen hat sie sich nicht verstanden. Mit den Kindern hat sie sich ja sehr gut verstanden. Also während so Erwachsene Probleme hatte, sich die Hufe gehen zu lassen, haben wir Kids, die gerade besonders ich, haben die Hufe ohne Probleme heben können. Und wie gesagt, die habe ich immer per Pfiff gerufen, wenn es Futter gab. Und ja, das Problem einmal, da habe ich nur die Ziegen gesehen. Sierra hat ein bisschen gebraucht. Und ich habe die gepfiffen, die Ziegen kamen schon aus dem Wald rausgepfiffen. Gerannt. Das war halt auch Wald, Wiese, das war halt komplett. Das war. Die hat da auch in einem richtig schönen offenen Stall sozusagen. Die konnte sich da. Die hat wirklich Spaß gehabt. Die hat toll gelebt. Gut, wenn noch ein Pferd dabei gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich noch toller leben können. Aber tut dem nichts ab. Die hat recht gut gelebt da. Ich glaube, das Gelände gibt es auch nicht mehr so, wie es hier damals war. Das ist, glaube ich, jetzt auch bebaut worden.
soweit ich das mitgekriegt habe. Mein Vater war mal vor einiger Zeit da. Das war auch schon länger her. Und dann kamen, wie gesagt, die Ziegen vor oben runter vom Wald. Das war so ein Abhang auch. Es war nicht eben, also das ging schon so an der einen Seite und an der anderen Seite hoch, so schön aufwärts, weil das an einem Berg mit da dran war. Und auf einmal kam Sierra aus dem Wald geprescht. Und die sah die Ziegen zu spät. Und konnte nicht mehr ausweichen. Und da ist die über ein, ich glaube über eine, über die dunkelbraune, oder war es die hellbraune? Oh, das ist schon so lange her, das war 96. Ja, ist sie drüber weg galoppiert. Ei, ich hab einen Schreck gekriegt. Aber was war los? Die Ziege steht auf, schüttelt sich, rennt weiter auf mich zu, nach dem Motto, ah, Futter, Futter, ist es doch nichts gewesen. Es gibt doch Futter, das ist viel wichtiger. Ja. Hab das natürlich oben erzählt, aber... Weil in der Gruppe eine Betreuer, aber ja, wie gesagt, die Ziege hat sich nur geschüttelt. Also ich habe das, das ist jetzt ein Witz, oder? Wir haben jetzt durch den kleinen Abhang so viel Leben verloren. Willst du mich vergackeiern? Nee, das war schon, ja, da hat man schon ein bisschen Muffen gehabt. Aber da die ja ganz normal gefressen haben. So, wo sind die nächsten? Eie, eie. Ich habe das Gefühl, das wird eine Weile dauern. Naja, aber da die ja ganz normal gefressen haben, musste man sich ja zum Glück keine Gedanken machen. Ja, mit Tieren erlebt man was. Ja, das merkt man. Weiß gar nicht, wie viele von euch zum Beispiel Wellensittich haben. Ich hatte mal einen Wellensittich gehabt, Lilly hieße. Da hatte ich einen Schrank, den habe ich heute noch. Da hatte ich mein Zeug reingestellt gehabt. Und da war, oben war halt Glas, eine Vitrine und dann im unteren Fach war halt offen. Ich habe, damit die Wellensittiche da nicht immer reingehen, habe ich da so eine Art, was war das gewesen? Ich glaube, so eine Art Vogelschutznetz war das gewesen, so grünes. Habe ich davor dran gemacht mit Reißzwecken. Und die sind halt bei mir im Zimmer, da war auch, war auch noch nicht mal Jugend. Das war ungefähr, glaube ich, zu der gleichen Zeit. Fast, glaube ein Ticken später. Ich vermisse die Kleinen. Die war echt frech, die Lilly. Die hat sich zwar nicht streicheln lassen, aber die ist, die hat mich wirklich sehr gemocht. Die ist immer auf den Kopf geflogen, ist mir hinterher geflogen. Hat sich, manchmal habe ich das Gefühl, wie ein Adler verhalten, weil, ja, wenn jemand Fremdes ins Revier kam, da wurde erstmal gesagt, hier, ich Chef, du nix. So, ist jetzt der Nächste. Das kann doch wohl nicht sein. Ich bin bestimmt schon dreimal dran vorbeigeritten. Naja, wie gesagt, da war da so ein Netz davor, weil da waren, ich glaube, von Jurassic Park waren da Dinos drin. Ich weiß nicht mehr, oder Autos waren da drin. Dass die da nicht immer rangegangen sind, weil die haben ja drauf gekackt auch und das war nicht so toll. Eines Tages, die hat übrigens, also ich habe die mal morgens rausgelassen, abends habe ich die rein, habe ich den Käfig wieder zugemacht. Die sind im Zimmer frei rumgeflogen, hatten ihre Plätze gehabt, wo sie sich hingesetzt haben. Und ich habe die mal morgens vergessen. Die waren dann aber auf einmal nachmittags doch draußen. Oh, wir haben sie gefunden. Meine Lilly ist sehr clever gewesen. Die hat die Käfigtür aufgemacht. Ohne Witz. Die hatte ich, ich hab mir gedacht, hat sie meine Mutter aufgemacht? Dann habe ich sie doch vielleicht unterbewusst aufgemacht gehabt und habe es nicht dran gedacht. Nein, ich habe sie irgendwann beobachtet dabei. Da hat die wirklich die Käfigtür aufgemacht, die kleine Stänkerin. Ja, ich hatte total viele verrückte Viecher. Und wie gesagt, bei dem Schrank. Ich kam irgendwann mal rein. Und dann saß sie da hinter dem Netz. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Wie ist sie denn da reingekommen?
ja, habt ihr da rausgeholt. Auf den Finger ist er auch gegangen. Aber halt streicheln, wie gesagt, war nicht wirklich. Ja, hab die dann da rausgeholt, hab das wieder zugemacht. Dann bin ich irgendwann wieder rein. Da saß sie wieder da drin. Ich hab gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, bis ich da mal beobachtet hab, dass sie da von selbst reingekrabbelt ist. Die ist da an die... Da war eine Tür unten drunter nochmal, weil da noch ein Schrankabteil war. Da ist sie dann wirklich auf die Tür geflogen. Hat angefangen am Netz rumzuknabbern, hat das dann irgendwann einfach hochgezogen und ist dann durchgekrabbelt. Ja. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wo die hingerannt sind. Ah! Nein. Ja gut, man sieht's ja. Muss nur aufpassen, dass ich herankomme. Ja, mit der... Oh, da ist der Nächste. Ja, mit denen habe ich viel erlebt. Genauso... hat auch schon ein Kaninchen gehabt. Hannibal hieß der. Oh, da ist Nummer 3. Oh, aber ganz schön nah am Rand hier. War auch liebes, nettes, schwarzes Kaninchen. Der war auch sehr auf mich fixiert. Hallo, ich hab doch schon... Ist jetzt nicht dein Ernst. Wen hat er jetzt nicht genommen? Ist jetzt nicht dein Ernst. Wen hat er da jetzt nicht genommen? Hat er den da hinten nicht genommen? Ja, tatsächlich. Komm, nimm den einfach. Danke. Ja, und der ist... wenn ich Fernsehen geguckt habe. Das war auch... Das war genau... Das war zur gleichen Zeit, wie ich Lili hatte. Oh, rennen, rennen. Ja, ja, ja. Mann fährt. Ja, ja. Das war zur gleichen Zeit gewesen. Ey, wir könnten es eigentlich verstehen, ne? Mein Freund. Ich bin ein Reh. Ja, und der hat sich immer dann neben mich aufs Sofa gesetzt und ich habe den gestreichelt. Und da hat sich dann meine Mutter hingesetzt gehabt. Und, tja, was soll ich sagen? Ach, das wird doch so viele sammeln. Das ist ja ganz schön viel. Eieiei. Und auf einmal, ich habe nicht geachtet, da ist Hannibal aufgestanden. Ich habe schon gesagt, okay, der will sich was zu fressen gönnen. Der ist dann ja meistens dann da runtergehüpft, ist dann zum Käfig gehüpft, da rein, hat was gemümmelt, kam wieder zurück. Oder hat was gesoffen. Nee, der hat was anderes gemacht. Der ist zu meiner Mutter gedackelt, hinter sie und hat sie in den Hintern gebissen. Nach dem Motto, hier, du darfst hier nicht sitzen. Diese Art aufgeschrien. Wir haben beide gedacht, das kann's ja nicht sein. Der war da sehr vereinnahmend. Also der mochte mich doch sehr. Hatte leider mal einen Unfall gehabt. Der ist nach dem Kralle schneiden, das habe ich selber gemacht. Das hat mir Tierarzt gezeigt gehabt. Ist der vom... Hat er sich erschreckt und vom Sofa gesprungen und hat dabei, weil ja die Krallen gerade geschnitten waren, die Kurve vom Tisch nicht gekriegt und ist mit der Seite gegen den Tisch geknallt. Da hatte er sich wohl dann einen Nerv eingeklemmt und hat dann die Hinterbeine noch hinter sich hergezogen. Ja. Gut, er war immer noch aktiv. Das mit dem Sofa, das hat er immer noch geschafft. So einigermaßen. Manchmal habe ich eh geglaubt, später, dass er dann nur noch so getan hat, nach dem Motto, oh, ich bin das arme, verwundete Kaninchen. Bitte kümmere dich noch mehr um mich. Naja. Da hatte ich noch zwei andere Kaninchen dabei gehabt. Das eine war Bugs, das war ein Widderkaninchen. Diese Hangover-Kaninchen und noch... Wie hieß denn die andere? Hieß die Lara? Oder so? Ich weiß es nicht mehr. Och, das war so... Das ist schon so lange her. Keine Ahnung. War ein weißes Kaninchen gewesen. Ich hab dich gesehen. Wie du dich versteckt hast. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Hallo, ich hab doch angeklickt.
Spiel. Moment. Könnte? Ist das nicht dein Ernst, oder? Ach! Nummer 2 war auch hier. Ja, das ist kein gutes Versteck gewesen. Aber wo war jetzt Nummer 3 hin? Der ist doch da hinten gerannt. Meine ich, oder was dahin? Naja, mit Tieren erlebt man schon was. Sammeln wir noch dich ein. Wie ist der denn hingerannt? Oh Mann, ey, da haben wir die anderen hergeholt gehabt. Der muss doch da in die Richtung gerannt sein. Dann ist der bei dem Busch. Bingo. Wo bist du denn? Ja, nee. Haben wir doch. Gut, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es so einen Julbock als Haustier gibt, aber naja, gut. Dann holen wir dich noch. Und dann würde ich sagen... Danke. 5 von 8. Eieieiei. Und das täglich. Eieiei. So. Dann würde ich sagen, sagt die Herrin des Waldes Tschüss. Moment. Ist das eine andere... Okay, das könnte sein, dass wir hier eine andere Steigeanimation haben. Weil ich meinte nicht, dass die sich so... Oder habe ich irgendwas... Ich glaube, ich muss mal gucken. Ja. So, dann sagen wir mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, da haben wir scheues Reh doch noch was vergessen, denn die Geschichte von Fancy, das habe ich leider nicht vorgelesen, wie ich es gekauft habe. Zum Glück steht der Text ja auf Star Stable. Das Fancy ist eins der wunderschönen magischen Pferde Jorviks. Man nimmt an, dass es aus der Gegend von Meander, nördlich von Surfling, stammt. Der Herzschlag dieses scheuen Tieres ist doppelt so schnell wie der eines normalen Pferdes. Außerdem ist es fast geruchlos. Es ist langweilig, fast geruchlos. Um den Raubtieren des Waldes zu entgehen, also ein geruchloses Pferd, macht doch keinen Spaß. Man möchte am Pferdefell schnuppern. Dieser rehähnliche Schatz passt sich in bevölkerten Gebieten per Jorviks perfekt an das Aussehen der Andalusier an. In der Wildnis strahlt es er aber seine Magie aus. Wenn du so einen Fancy das erste Mal in den Wäldern des Nordens erblickst, würdest du es sicher nicht vermuten, aber es beherrscht den spanischen Schritt so perfekt wie die Andalusier. Ja, ist ja auch ein Andalusier. Um den spanischen Schritt auszuführen, brauchst du nur die Leertaste drücken, wenn dein Fancy stillsteht. Ja, den Mähnenstil kann man nicht ändern. Warum auch? So wild passt das doch. Oh, Moment. Wir haben noch was übersehen. Guckt mal. Ja. Resistent gegen die jorvische Winterkälte. Das ist cool. So, aber jetzt. Bis zum nächsten Mal.